Simbabwe, Venezuela, Nasdaq oder mit anderen Worten erleben wir bei den US-Tech-Werten schon so eine Art Hyperinflation, denn wenn wir uns mal den Chartvergleich zwischen dem venezuelanischen, so muss es heißen, Aktienmarkt anschauen und etwa einer Tesla-Aktie, dann sind die Ähnlichkeiten natürlich nicht beabsichtigt und rein zufällig, aber eben leider vorhanden. Dementsprechend muss man sich schon fragen, wiederholen sich da Muster? Haben wir praktisch eine Vermögenspreis-Hyperinflation, die sich konzentriert in Werten wie Tesla, wie Apple, wie den wenigen großen US-Tech-Werten, während alles andere zurückbleibt, wird hier sozusagen ein Klumpenrisiko geschaffen, eine Konzentration, eine Ballung geschaffen in diesen großen Tech-Werten, die schon sehr, sehr außergewöhnlich ist. Wir haben zum Beispiel gestern wieder mal eine Apple gesehen, die viele Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat, jetzt 2,3 Billionen ungefähr auf die Waage bringt an Marktkapitalisierung. Und alleine in den letzten beiden Tagen hat Apple einen Wert hinzugewonnen, der ExxonMobil entspricht, und vor wenigen Jahren noch war ExxonMobil die wertvollste Firma der Welt. Also hier sieht man vielleicht mal so ein bisschen die Relation. Sven Henrik sagt hier dann leicht sarkastisch: Ich werde die Apple-Aktie nicht verkaufen, bis die Marktkapitalisierung von Apple das globale BIP übersteigt. Das bringt so ein bisschen die Dinge auf den Punkt. Wenn wir uns mal die Realität anschauen in dieser Grafik zu Apple, dann sehen wir hier das Umsatzwachstum, das geht so, und wir sehen das Preis zu Marktkapitalisierungsverhältnis, respektive das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und Umsatz des Unternehmens Apple, und das geht so nach oben. Das sind parabolische Anstiege, die doch ein bisschen an Hyperinflation erinnern. Ebenso das, was in diesen Aktien wie Tesla, wie Apple bewegt wird. Hier sehen wir mal eine grafische Darstellung, was da vor allem Privattrader hier reinpacken, was da an Volumen gehandelt wird in diesen wenigen Gewinneraktien, vor allem wie Tesla und Apple. Dann sehen wir jetzt in letzter Zeit, ist das nochmal massiv nach oben gegangen. Praktisch eine Inflationierung des Handelsvolumens, wenn man so will. Was kann man tun, damit man den S&P 500 noch weiter nach oben treibt auf 5000 Punkte, also nochmal 1500 Punkte höher? Hier schlägt Zero Hedge vor, man könnte hier anordnen, dass jede Firma einen 5:1 Aktiensplit macht, siehe Aktiensplits bei Tesla und Apple. Dann macht man praktisch das, was Tesla gemacht hat. Man macht eine Art Kapitalerhöhung, gibt also neue Aktien aus. Mit den Einnahmen aus der Ausgabe neuer Aktien kauft man dann wiederum eigene Aktien zurück, sogenannte Buybacks. Damit verknappt man das Angebot, und das macht man beliebig oft und kann damit sozusagen die Werte, die Bewertungen noch weiter in die Höhe treiben, weil die Dinge immer absurder werden. Wir haben gestern auch wieder gesehen, dass obwohl der Nasdaq 1,4% gestiegen ist, deutlich mehr Aktien verloren haben in diesem Nasdaq als gestiegen sind, nämlich 262 mehr haben verloren. Und man schert sich derzeit nicht, dass die Differenzen zwischen den Republikanern und den US-Demokraten in Sachen nächsten Stimulus oder wie es heißt hier Coronavirus Economic Relief nach wie vor sehr, sehr krass sind. Wir haben serious differences, wir haben schwerwiegende Differenzen, so Pelosi gestern Abend schon nach weiteren Verhandlungen mit Meadows von den Republikanern. Also da kommt erstmal nichts, und das könnte noch wichtig werden. Denn heute kommen wieder Arbeitsmarktdaten, nämlich der ADP-Arbeitsmarktbericht. Zuletzt waren die Zahlen enttäuschend. Wir hatten gestern einen sehr starken ISM-Index, aber die Komponente Beschäftigung war sehr, sehr schwach. Also wir sehen, dass die Wirtschaft anzieht, aber das drückt sich nicht zwingend in neuen Jobs aus. Deswegen wird das heute ein Hingucker, am Freitag ja die großen US-Arbeitsmarktdaten. Und hier sehen wir eine Statistik, die zeigt, wie viel Menschen überhaupt eine Arbeitslosenversicherung haben, also praktisch eine Lohnfortzahlung haben, wenn sie denn arbeitslos sind. Und das sehen wir vor allem in den südlichen und mittleren oder Bundesstaaten des mittleren Westens. Da schaut das nicht so gut aus, während im Norden und Westen und Osten hier die Lage schon besser ist. Nur 19% der schwarzen Bevölkerung übrigens ist hier abgesichert. Auch das bringt so ein bisschen den Unterschied zwischen der Realität am Boden und der
Inflationierung der Assetpreise. Auf den Punkt kommen wir zu something completely different, meine Damen und Herren. Wir haben heute Daten aus Australien bekommen. Die erste Rezession seit 29 Jahren, -7%, noch schlechter ausgefallen, das australische BIP. Australien ja durchaus auch von Lockdowns aufgrund des Coronavirus betroffen. Apropos Coronavirus, schauen wir uns mal an, dass hier praktisch drei Länder mehr als die Hälfte aller Coronavirus-Fälle haben, nämlich die USA, Brasilien und Indien. Die USA 25% der Fälle, Brasilien immerhin 15%, Indien 13%. Also das ist schon erheblich. Wenn man das an der rechten Grafik hier mal rüberrechnet ins BIP, dann entspricht das in etwa der Anteil, den die USA am Coronavirus-Fällen haben, entspricht etwa dem BIP, aber bei Brasilien und Indien und Russland sieht das schon deutlich schlechter aus, weil deren Wirtschaften natürlich viel kleiner sind. Abschließend noch eine Grafik, die zeigt, dass Deutschland respektive der DAX, naja, wahrscheinlich auch die deutsche Wirtschaft aus dieser Corona-Geschichte noch mit Abstand am besten rausgekommen ist. Am schlechtesten die Spanier offenkundig, wenn Sie mal anschauen, sich den IBEX, der ist immer noch 25% im Minus seit Jahresbeginn, während der DAX es fast schon geschafft hat, auf die Nulllinie zu kommen. UK auch bei -20%, das zeigt so ein bisschen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer. Gucken wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren, was wir hier sehen. Das sind die Gewinner, das ist der Nasdaq 100, respektive getrieben von den wenigen Werten, die deutlich steigen in den Charts von Capital.com. Wir sind jetzt hier fast bei 12.400 bei dem Technologieindex. Wir sehen, dass der DAX da deutlich schwächer auf der Brust ist. Wir sind immerhin wieder über der 13.000er Marke, aber es geht im Grunde seit einiger Zeit seitwärts. Wenn wir uns das mal hier anschauen, da ist wirklich nicht so wahnsinnig viel nach den Anstiegen jetzt zu erkennen auf der Oberseite. Wir haben Gold aktuell bei 1963 und der Euro, der gestern den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht hatte, dann die über 1,20er Marke überwunden hatte, dann aber ein bisschen einen Rückschlag erleiden musste, nachdem die Inflationsdaten aus Europa zeigen, dass wir in einer Deflation sind, -0,2%. Wir haben also in der Realwirtschaft Deflation. Deflation definiert nach den Verbraucherpreisen mit dem jeweiligen Währungskorb, der natürlich hinterfragbar ist. Und wir haben auf der anderen Seite eine Art Hyperinflation fast schon von Assetpreisen im US-Tech-Sektor. Wie passt das zusammen? Das ist eine schwierige gedankliche Übung, das zusammenzukriegen. Jedenfalls sehen wir, dass da etwas fundamental aus dem Ruder läuft. Die Fed hat letztendlich und andere Notenbanken ein Monster geschaffen. Wie soll man dieses Monster irgendwie wieder eingrenzen, wie kann es wieder zu normalen Verhältnissen gehen, wo eine Apple nicht eben pro Tag das BIP von vielen Ländern hinzugewinnt, das ist die große Frage, wie kann man Luft aus einer solchen Spekulationsblase lassen, wahrscheinlich geht das gar nicht und das ist das Problem, das bald auf uns zukommt. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesem Tag und sage Servus und Ciao.